Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder eine Folge von coolen Minecraft Clips. Und zwar habe ich mir natürlich wie immer unterschiedliche Videos rausgesucht. Die werde ich euch alle einblenden, ein bisschen was dazu sagen. Und falls ihr auch mal Bock habt, dass ich zum Beispiel eine Art von solchen Clips mache, wie zum Beispiel Top 10 Bases und so weiter, gerne auch Vorschläge in die Kommentare. Dann lasst gerne mal ein Like da, Leute. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt mal gerne machen. Und falls euch das gefällt, unbedingt Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Hier sieht man so ziemlich den modernsten Sandaufzug in Minecraft, allein aus wie viel Redstone er besteht. Und weil es wirklich so nice aussieht, allein wie der Sand fliegt, kann man das jetzt hier nochmal sehen. So sieht eine Minecraft-Welt aus von Leuten, die richtig krass bauen können. So sieht die erste Minecraft-Version aus. Cobblestone, Gras und sonst gibt es eigentlich nicht viel. Und man kann auch durch die Welt springen, wenn man den Bedrock abgebaut hat. Und das Ganze sieht dann verdreifacht so aus. Man sieht einfach nur einen kleinen Cobblestone am Ende. Der Rekord im Weitsprung in Minecraft liegt, soweit ich weiß, bei über 10 Blöcken. Aber so kann es aussehen, wenn man einfach mal 7 Blöcke ohne Hilfe springt. Das ist einer der größten TNT-Booster, die es in Minecraft so gibt. Schaut euch an, wie viel TNT hier gleich zusammenfließt und wie schnell der Spieler in die Luft geboostet wird. Ich glaube mal nicht, dass normale Boote sowas können, was der Steve-Spieler hier jetzt gerade macht, aber ja, jedenfalls ist es ein ziemlich starkes Holzboot, das unter anderem Golems besiegen kann. Hier gibt es ein ganz kleines Tutorial, wie man easy eine Rakete nachbauen kann. Man braucht wirklich nicht viele Items dafür, 5 Stück um genau zu sein reichen schon. Am Ende nur noch ein Seelenlagerfeuer unten drunter und schon ist die Rakete fertig. Schaut euch diesen unauffälligen und heftigen Base-Eingang an. Es geht erstens richtig lange, aber ist auf jeden Fall safe gemacht mit dem Knopf am Anfang. Und am Ende fliegt er einfach mal komplett perfekt auf seinen Thron. Und das war's mal wieder zu diesem Video. Euer Lieblingsclip gerne dazu unten in die Kommentare, würde mich freuen. Ansonsten, falls euch das Format gefällt, ihr mehr davon sehen möchtet, gerne ein Like da lassen, die Glocke aktivieren. Und ansonsten, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal jetzt gerne machen. Und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao!